Wie das alles wegbrennt. Oh mein Gott, der ganze schöne Pampus. Oh no. Oh mein Gott, das kostet so viel Pampus. Oh. Das tut schon weh, ey. Der ganze schöne Bambus von dem Panda, Alter. Den muss der jetzt leider aufgeben. Oh Gott. Bis dem mal seiner gebrannt ist. Schaufel und Stock, glaub ich. Jo. Goldene Leine. Sein muss, dass du die erstmal die Damaged Schaufel. Bringt dir das eigentlich mehr, wenn du den hier statt den hier aufziehst? Glaub nicht, oder? Wenn ich den wegmache, den aussetze, sieht's so aus. Wenn ich den aussetze, sieht's genauso gleich aus, ja. Der gibt plus 2 Rüstung, genauso wie der andere. Könnte ich eigentlich ersetzen lassen durch Goldbarren an der Stelle. So. Ich habe sogar noch Name Tags. Könnte ich Schattenballs Freundin draus machen. Na komm mal mit. Na komm. Na komm. Na komm. Komm, ihr fein? Was, Goosey? Ihr fein? Ja, komm? Ja, komm? Ja, komm? Ja, komm? Ja, komm? Ja, komm? Ich glaube, das ist zu dumm, um da reinzulaufen. Komm. Excuse me. Komm rein. Komm. Komm schon. Jawohl. So, dann sperren wir euch beide mal hier ein, die schönen Süßen. Excuse me. Da habe ich ja zwei abgechippt hier. So, ich brauche nochmal ein Glas. Die Fläche wieder zuzumachen, die ich gerade kaputt gemacht habe. Ach, geil, Chat. Haben wir zwei zusammengeführt hier. Mal gucken, ob ich die auch paaren kann. Das wäre spannend. So ein kleiner Mini. Da ist er hier. Das Gas tue ich nachher zurück. Ich brauche jetzt was anderes. Ich brauche ein paar Süßbeeren.
Das Glas tun wir wieder zurück. Wo war das jetzt hier unten? Naja, genau. Wie weit sieht denn die Holzkohle aus? Ah, lol. Schade. Haben wir keinen Bonus mehr. Was ist, wenn ich da einen ganzen Mindstick reinwerf? Oh, der brennt auch. Cool. Aber der brennt genauso wie Bambus. Er lässt sich zu schnell verbrennen. Das ist nicht so erheiternd. Deswegen schmeißt man hier noch ein ganzes Stack rein. Let's go. Und hier bauen wir auch noch mal ein ganzes Stack. Schmeißt man auch noch mal ein ganzes Stack hier rein. Zum Brennen. Aber ich habe schon meinen Stack Holzkohle. Das ist sehr gut. Muss ich gleich noch eine Doppeltruhe dafür bauen. Oh, wie kleines Süßes. Ups, das wollte ich nicht. Ach, es ist doch wunderbar alles hier. Wie Bambus verbrennt das alles. Yo, tschüss. Damit hätten wir aber 64 gemacht nochmal. Heieiei. Einfach schon zwei Holzkohle-Stacks gemacht. Ich muss demnächst wieder Holz farmen, wenn es ist. Komm, ey. Brauch mehr Holz. Der brennt noch. Du darfst weiterarbeiten. Zack, zack. Hier legen wir nochmal nach. Dann legen wir auch nochmal was nach. Zack, zack, zack. Damit das alles hier durchgebrannt wird. Boah, das Bambus wird so schnell gebrannt. Das gibt's gar nicht. So, rein damit, rein damit. Bam. Ja, Leute, so läuft das, wenn die Grills so richtig am Brühen sind hier. So, jetzt wollte ich ja zurück zu der Festung. Wie macht man sich eigentlich einen Schwamm? Na super, das ist alles sinnlos. Ich muss ja auch noch kurz nach den Öfen gucken, bevor ich weggehe. Kann man noch mal was nachlegen. Boah, der hat mir den ganzen Bambus gerade weggefressen. Yo, Alter, wie viel Bambus das nimmt. Oha, was. Aber dafür lohnt sich's halt, ne? Alter, ich werde so viel Kohle brauchen, das gibt's schon gar nicht. Vor allem die ganze Holzkohle, die ich produzieren muss dafür. Oh mein Gott.
Nee, nicht, 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 nicht. Guck mal, ob ich es jetzt hinkriege. Ich glaube zwar nicht, aber gut. Geht die Sonne wieder auf oder geht sie gerade unter? Ich glaube, sie müsste gerade wieder aufgehen, oder? Oder geht sie unter? Ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, sie geht gerade unter. Der Bambus müsste bald fertig sein. Nee, es wird gerade dunkel, ich muss zurück, oder? Erst wenn's hell ist, geht's. Was ist denn da hinten? Noch sowas? Gucke ich mir nachher mal an. Sehr wohl schlafen. Oder ihr siehst du doch. Ich muss jetzt gleich nachher noch meine Kürbisblöcke Dings abfahren gehen. An der Stelle. Biu. Nein, scheiße. Wenn ich hier nicht rauskomme, ich werde sterben, ne? Oh Gott, oh Gott.
Nein, oh mein Gott, ich bin gestorben. Nein, mein ganzes Inventory. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 scheiße. Ich muss da schnell hin. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich habe doch keinen. Nur weil ich so dumm war, die ganzen Löcher dazu zu machen, nicht Depp. Scheiße, und es ist da hinten. Nein, oh mein Gott, mein erster Tod. Das ist auf meiner eigenen World, das gibt's doch nicht. Scheiße. Das ist voll weit weg noch, oh mein Gott. Wie lange ist es noch da? 25 Minuten, Chat. Oh mein Gott, nein. Mach doch nicht diesen. Wo ist mein Boot, wo ist mein Boot? Da hinten müsste es sein gleich. Nein, oh mein Gott. Wenn ich jetzt meine Sachen verliere, deswegen, Alter, ich dreh durch. Ich schwör's euch. Bitte nicht. Da, da schwimmen meine Sachen noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine ganzen Sachen. Das ist alles. Ich weiß halt nicht, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, unten ist aber auch noch was. Scheiße. Meine Brustplatte, wenn ich die verliere, Alter, dann ist rum. Ich glaube, unten ist auch noch voll viel. Ich muss schnell runter. Leute, das geht nicht anders. Scheiße, bitte. Ohne zu sterben jetzt aber. Oh mein Gott, sind hier noch Sachen? Nein. Oh mein Gott, was ist denn alles passiert? Au, au, au. Hä, wo sind denn meine ganzen Sachen hin, hä? War das alles? Hä, Leute, das kann doch nicht alles gewesen sein. Hey, wartet. Ich gehe mal kurz an Land, guck mal, ob ich alles hab. Wartet kurz. Ja, meine ganze Rüstung ist noch da. Meine Schaufel, meine Axt ist alles noch da. Auch mein Schild. Hä? Hallo, ich hab noch eine zweite Angel mit mir geführt, ich Depp. Meine Fackeln habe ich auch noch behalten. Aber nein, meine ganzen 43 Level sind weg. Oh mein Gott, was? Nein. Nein, oh mein Gott, was? Ich darf jetzt aber nicht nochmal sterben, ne? Okay, ich gehe direkt rein. Oder soll ich nochmal hoch zum Atmen? Warte, ey, warum komme ich nicht hoch? Shit. Kurz hoch zum Atmen und wieder runter. Bam. Okay, wo war ich? Wo bin ich reingegangen? Okay, nee, es bringt nichts. Ich muss wieder hoch. Kurz die Bläschen wieder auf, ploppen lassen und dann wieder runter. So schnell es geht. Ich darf keine Zeit verlieren jetzt. War da noch was drin? Nein. Aber da hinten könnte noch was sein. Schnell. Man darf keine Zeit verlieren, wenn es um sowas geht, weil dann ist man nämlich tot sonst. So, jetzt gehe ich das schnell abbauen hier. Komm aber schnell weg. Geh auf. Hoch. Bam. Das bringt mir halt nichts, ne? Hier runter. Komm ich hier rein? Ne, ich glaube, außer der Truhe ist hier nichts, oder?
Außer der Truhe war da nichts. Bam, wieder runter. Ich muss gucken. Ich muss schnell gucken. Schnell, 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 schnell. Außer der Truhe war da nichts, oder? Nee, ich glaube nicht. Schnell hoch, 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 hoch. Bam. Alter, war schnell. Aber ich habe meine ganzen 43 Leben verloren. Das gibt's nicht. 43 Epi. Meine ganzen 43 habe ich verloren. Aber wie gut, dass ich meine, ey, lass mich doch wieder rein. Aber wie gut, dass ich meine ganzen Items nicht verloren habe. Das wäre so pale gewesen. Also, falls euch jemand von jemanden euch was auffällt, was mir noch fehlen sollte hier von meinen Sachen, dann schreibt mir gerne mal rein. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas verloren habe, außer die XP. Weil die XP sind mir im Grunde genommen egal, die kann ich wieder farmen. Das ist nicht das Problem. Boah, aber ey, das war echt, ich schwör's euch. Das war nicht witzig. Ich muss einfach nur darauf achten, jedes Mal, wenn ich da so in sowas reingehe, einfach, sobald es hart auf hart kommt, direkt weg. Wenn es nicht anders geht. Und ich habe doch hier gestern auch noch irgendwo was gesehen. Ich habe hier auch irgendwo noch einen Tempel gesehen, aber wo? Wo war das? Da drüben. Genau da unten ist noch was. Was ist da? Ist da was Besonderes? Ja, da ist eine Truhe. Die muss ich mir gleich mal holen. Kurz warten, bis die Blasen aufgeladen sind und runter. Zugriff! Sofort. Herr Captain, 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 Captain. Und hoch. Direkt runter und wieder schnell hochschnäppeln. So, bam. Seht ihr, ich habe mir einfach direkt schnell die Tempel gesichert. Das war so gut. Ich habe nochmal etwas Weizen gekriegt. Nochmal eine Angel wahrscheinlich. Ja, eine Reparaturangel. Das ist sehr liebenswert. Oh, Gott sei Dank, Leute, ich hab's geschafft. Aber da sind nur immer eine Truhe drin enthalten, also kein großer Schatz. Für die Leute, die sich jetzt gefragt haben, was da unbedingt drin ist. Ah, oh, mies, dass der mich gerade gekillt hat. Mies, dass ich gerade gestorben bin. Mies, mies, mies. Was ist denn da unten eigentlich? Was da so leuchtet? Soll ich mal kurz gucken für euch, Leute? Komm her kurz nochmal an. Was ist denn da? Ah, lol, da ist eine Unterwasserhöhle. Alles klar. Ey, schnell wieder hoch. Schnell, 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 schnell. Bevor mir die Luft ausgeht. Ah, auch interessant, aber. Hm, gut. Na gut, dann würde ich sagen, gehe ich nachher noch die Kürbisse farmen und dann mal gucken. Ich kann das weg. Brauche ich eigentlich mehr genauso wenig wie den Sand. Oh mein Gott, war das jetzt aber heftige Aktion. Egal, ich habe nur noch 7 Erfahrungspunkte. Ich habe nur noch 7 HP. 7 HP wahrscheinlich. Ich habe nur noch 7... Noch 7 Level, aber gut. War ein schönes Abenteuer gewesen dafür. Und seht ihr? Papam, schon wieder ein Level mehr. Bam. Aber ist auch wieder geil. Nochmal neue Level Farm. Egal. Ich hab's jetzt halt einfach verloren. Ist halt jetzt so. Ist halt jetzt so. Wir wissen es doch.
funktioniert das eigentlich auch mit Kohle? Warte mal, ich probiere, Ja, aber es hält sogar länger. Ja, und die Kohle hält sogar noch. Was? Ist ja unfair. Es verbrennt nur leicht. Was? Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Was soll denn das denn jetzt? Das brennt nur ein bisschen ab und dann farbe ich so viel Holzkohle jetzt oder was? Was? Nein, nein, hör auf, Oh mein Gott, das wird so viel Holzkohle geben. Oh mein Gott. Aber das erste Kohlestück brennt leider durch. Ich will mal probieren, wie viele Kohlestücke es werden. Wenn man nur ein Kohlestück benutzt. Na, 6 haben wir schon. Okay, jetzt brennt er wieder leicht ab. Das heißt, vielleicht tiefer, schiefer. Aha. Okay, 7. Mehr wie 8 wären safe nicht. Mhm, der hat schon sein Brennungszeichen weg. Ja, so Minimum 8 Stück kann es brennen. Aber das ist schon mal sehr gut. Huiuiuiui, ich mach sehr viel Kohle damit. Cool. Ah, jawohl. Gib mir. Eieieiei, das wird ja schön hier richtig voll dann. Cool. Cool, aber die Fackeln, das steht schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut an der Stelle. Ich bin begeistert. Dadurch, dass wir das gerade durch die Schatzsuche gefunden haben, können wir das Boot einmal zurücklegen, eine Reparaturangel, die Schütze, die Muschel und sonst behalten wir alles. Die Name Tags brauche ich eigentlich auch nicht, den Sattel auch erstmal nicht. Das kann man lassen. Die eine Schatzkarte, wo war die jetzt? Genau da. Ja, genau an dem Punkt ungefähr, wo wir uns aufgehalten haben. Also ist die Schatzsuche offiziell vorbei. Also kann man die Karte eigentlich verbrennen. Die brauchen wir nicht mehr. War schön mit dir, aber ich brauche dich nicht mehr. Deswegen verbrenne ich dich jetzt erstmal. Weil ich habe kein, wir haben keinen Schatz mehr an der Stelle und deswegen braucht man die Karte auch nicht mehr. Für alle, die jetzt sagen, bist du dumm, dass du diese Karte gerade verbrannt hast? Nein. Weil diese Karte ist nämlich schon quasi, ich habe schon alles gefunden, was darauf zu finden war. Und deswegen ist das ganze Projekt schon erledigt quasi. So, jetzt gehe ich erstmal pennen an der Stelle. Ja, ich bin ertrunken. Ihr seht es richtig in dem Verlauf gerade. Ich bin leider ertrunken. Das war sehr mies gewesen, deswegen habe ich mein Level verloren. Aber ich habe Gott sei Dank kein Item verloren, worüber ich sehr glücklich bin. Das wäre noch mies gewesen, wenn ich noch welche verloren hätte. So, jetzt gehe ich erstmal wieder Kürbisse farmen. Zwei Schätze haben wir gefunden. Den einen Schatz werden wir das nächste Mal suchen, denke ich mal. Oder vielleicht dann, wenn ich meine Level wieder habe. Je nachdem. Was mies gewesen wäre, Leute, wenn ich meine Angel verloren hätte. Dann wäre ich sauer gewesen, auch nichts. Weil das ist eine sehr seltene Reparaturangel und diese, wenn man die verliert, dann ist vorbei. Aber ich habe scheinbar nichts an meinen Wertsachen verloren. Mein Eimer ist auch noch schön wieder da gewesen, wo er hingehörte. Nur die ganzen XP sind leider verloren gegangen, aber ist nicht so schlimm. Die XP kann man sich leicht wieder zurückholen. Item habe ich leider nicht verloren. Ihr seht, hier ist noch alles da. Quasi. Ich habe auch nicht, glaube ich, während der Reise so viel mit mir getragen, weil ich auch halt sozusagen... Ich dachte, ich hätte den Bambus verloren, aber den habe ich ja quasi in die Öfen gelegt in der Zeit. Hier gibt es jede Menge zum Holen. Huiuiui. Leckumi.
Allein schon dadurch habe ich schon wieder über ein halbes Stack gemacht. Heieiei. Dafür lohnt sich das Ganze doch hier. Wir machen doch 24/7. Ach, so viele Sachen, die wir doch gar nicht wirklich lieben. Verschwindet, wenn man sie nicht verschwindet. Ey, ihr wollt die ganze Zeit wieder neu spawnen? Das gibt's doch nicht. Wer sagt's denn? Wer sagt denn sowas? 37 Blöcke, das gibt's doch gar nicht. Und neu setzen. So, weiter geht's. Ja, Kühe, ihr werdet die nächste Zeit noch gemassenschlachtet, dafür, dass ich meine Level verloren habe. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Selber schuld. Was provoziert ihr mich denn auch immer? Allein schon dadurch habe ich schon wieder 40. Was? Wenn wir schon gerade dabei sind. Die meisten tragen hier ja noch nicht mal was. Mies. Ah, die beiden haben wenigstens was gegeben. Das ist okay. So, dann würde ich sagen, kümmere ich mich mal kurz um die ganzen Kakaobohnen hier wieder. Die kann man dann auch wieder verputzen. Was, Alter, Junge, Junge. Thank you.
So, dann kann das jetzt schön weiter wachsen. So, ich habe im Grunde genommen jetzt nur noch zwei Aufgaben. Das ist einmal die Kürbisse da wieder in die Truhe legen und dann würde ich sagen, gehen wir noch die Samen, die ich jetzt über habe von allem, würde ich sagen, legen wir dann in die Kiste. Hat sich hier was geändert? Nee, ich dachte gerade schon. Ah, hier sind auch noch mal welche gewachsen. Den nehmen wir gerade auch noch mit, weil man sollte die ja niemals auslassen an der Stelle. Man kennt's. Auf jeden Fall die schöne Wasserquelle, die ich hier auch gebaut habe. So. 64 und 20, das ist schon mal sehr gut. Insgesamt also 84 Kürbisblöcke nochmal gemacht. Für alle, die sich fragen, aber das könntest du doch viel leichter machen und alles, anstatt es so umständlich so zu handhaben und alles. Stimmt schon, aber ich muss sagen, ich habe gesagt, ich will ohne Cheaten spielen. Ich habe mir überlegt, ob ich noch eine Holzkohlefarm bauen soll. Hätte damit aber mit Creative quasi gecheatet, was ich aber persönlich nicht wollte. Heißt also quasi, im Grunde eigentlich genommen, es hätte keinen Sinn gemacht. Von meiner Seite aus. Ich hoffe mal, die... du sollst ja nicht rein. Ey. Bleib einfach da, wo du bist jetzt. Kapiert? Gut. Ich hoffe mal, die meisten von euch können verstehen an der Stelle, dass ich auch für dieses Projekt sehr viel Kohle benötige. Jeder wird sich fragen, hä, zu was brauchst du so viel Holzkohle? Ich verstehe das nicht. Also, passt einfach mal auf. Ich tue es euch einfach mal im Grunde genommen ganz einfach erklären. Und zwar habe ich nämlich vor, einen riesen Würfel aus Kürbisblöcken zu bauen. Das hat Trimax noch nie gemacht, aber jeder fragt sich so, ja, das kommt aber schon so wieder aus so einer richtigen Trimax-Art drüber und so weiter. Falsches Ding. Ja, kann gut sein, dass das vielleicht so rüberkommen mag. Aber ihr müsst eine Sache bedenken. Ihr müsst eine Sache bedenken, was bei mir und Trimax quasi verschieden ist. Und zwar Trimax würde niemals auf die Idee kommen, dass man quasi, wie soll ich sagen... ich tue euch das mal ganz einfach legen, weil ansonsten dauert es noch Tage, bis ich das erklärt habe. Trimax wäre nicht auf die Idee gekommen. Ihr wisst ja, Leute, wenn man quasi Fackeln herstellt, wozu man im Übrigen auch Stäbe braucht, natürlich. Aber da muss ich halt noch Holz farmen und mir die ganzen Dinger craften. Das ist aber, denke ich mal, kein Problem. Ich habe ja hier genug Holz an der Stelle. Oder ich kann aus Bambus natürlich noch Stäben herstellen. Das läuft an der Stelle auch. Auf jeden Fall sollte das Ganze so gegrundbaut sein, dass man quasi... die Außenseite, außer die Ecken natürlich. Für manche werden fragen, ja, und was ist mit den Außenmauern und so weiter, außer den Ecken und so weiter. Ich beantworte euch das auf ganz klassischem Deutschniveau quasi. Und zwar könnte man aus... Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Und zwar kann man ja mit Hilfe von Fackeln... kann man ja quasi... Mit Fackeln kann man quasi... Mit Kürbissen zusammengecraftet... kann man ja solche... quasi solche leuchtenden Laternen... die sind gerade bei... an Halloween sehr begeisterungsvoll... quasi craften und... ich verfolge das Ziel... das wird so sein, dass ich nämlich an der... Außenseite... von allem... quasi, eins weglasse, so dass quasi nur eins, was war das? Ja, bei einem sieht man es nicht. Also das Ganze soll quasi so geregelt sein. Stellt euch vor, ihr wollt, sage ich mal, so, also ihr wollt quasi so So,
jetzt erkläre ich es nochmal, weil gerade abgelenkt gewesen das. Also ihr wollt quasi so, an einer Seite geht es ja nicht. Wenn ich zum Beispiel an den Ecken meines Bauprojektes solche Kürbisblöcke setzen würde, dann würde die andere Seite aber nicht beleuchtet werden. Das heißt, es ist quasi immer so ein ständig wiederholender Kreislauf und so weiter. Und das ist ja an jeder Ecke so von diesem Kürbisblock, so quasi von diesem Würfel dann, dass quasi eine Seite nicht beleuchtet wird. Deswegen lasse ich die zwei Ecken schon mal auf jeder Seite weg. Das heißt, es sind anstatt 50 Breite, sind es nur 48 Breite. Und Höhe sind 50 Blöcke. Und daraus wird dieser Kürbiswürfel dann gebaut quasi. Nur, das Ding ist, was auf Trimax auf jeden Fall nicht drauf gekommen ist, ist, dass man quasi diese Seiten, ich meine, ich tue die Ecken ja, tue ich keine Beleuchtung hin, weil das sonst doof aussieht. Also mache ich so, ich tue diese 48 Breite, wo ich da habe, 48 Blöcke breit und 50 hoch, tue ich quasi mit Kürbislaternen ausstatten, so dass es auf allen vier Seiten so ein richtiges Leuchtfeuerwerk gibt, aber an den Ecken sieht man nichts davon. Es gibt noch einen anderen geilen Flair. Also das kann man sich dann ansehen, so schön übereinander gestapelt, und ich bin froh, euch das hiermit verkünden zu dürfen, weil mich das wirklich fröhlich macht an der Stelle. Nur was mein Problem sein wird, ist halt, dass ich damit jetzt halt meine ganzen Holzvorräte quasi aufbrauche, Ofen und alles. Und quasi, um daraus Holzkohle zu craften, wie ihr ja gerade seht. Also, ich habe ja schon ganz schön viel fertig jetzt gemacht, schon mal im Voraus. Aber mein Problem wird sein, dass ich wieder Holz brauche, wie zum Beispiel bei meinem einen Projekt da. Oder um mir Sachen zu craften quasi. Aber das Ganze ist kein Problem. Es gibt immer noch genug Bäume, wo ihr vielleicht schon gesehen habt. Die hängen ja nur noch so da, weil ich da das Erdefarm benutzt habe, um mir quasi die zu machen und so weiter. Deswegen wird daraus quasi das Ganze dann gefarmt. Und dann habe ich auch wieder Holz. Also das ist kein Problem an der Stelle. Da braucht man sich auch keine Gedanken drüber zu machen oder zu scheren oder so. Und ich denke, ich brauche nochmal ein bisschen Bambus. Aber wie ihr seht, die Bambusvorräte werden langsam, aber sicher knapp. Schon wieder. Das heißt, ich kann schon wieder bald in den Wald gehen. Ich habe nur noch 3 Bambusstöcke übrig. Mehr habe ich leider hier nicht mehr. Und muss nochmal neu craften gehen an der Stelle. Weil das wird selbst für die nächste Brennung nicht mehr reichen, denke ich mal. Weil das verbrennt die Bambusstäbe so schnell, das gibt's gar nicht. Aber wir haben bald schon wieder einen ganzen Stack hier. Hier haben wir auch, wenn die Kohle weiter brennt, einen Stack. Also, aber die Kohle ist komischerweise am effektivsten. Die brennt nicht so schnell aus wie die ganz normale. Wie die ganzen Bambusstäbe hier. Weil ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, dem armen Panda seinen ganzen Wald hier wegzuroden. Das muss jetzt eigentlich auch nicht sein an der Stelle. Aber es ist interessant, was man alles so anstellen kann, ne? Mit den ganzen Crafting-Sachen. Wie ihr seht, das brennt alles so schnell aus, das verbrennt die Stäbe im Handumdrehen. Und das nur, um ein bisschen Holz zu craften, also das Stein, Holzkohle zu machen, also das ist schon krass. Hingegen die Kohle hier, die hält schon eher länger aus, um das Ganze zu craften. Ich überlege, ob ich das doch eher mit Kohle mache, weil ich Angst habe, den ganzen Panda seinen ganzen Bambus wegzunehmen. Aber ich überlege mir das noch. Vielleicht mache ich es auch wieder so, wie ich es gerade vorgemacht habe, aber mal gucken. Weil das hier scheint nicht so effektiv wie das hier. Weil da brennt es einfach länger und
Ah, Leute, es ist sehr effektiv alles hier. Hier zum Beispiel hat er hingegen nur 6 bis jetzt gebrannt gekriegt und schon wieder fast bald ein ganzes Bambus-Stack hier weggebrannt. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachlegen, sonst funktioniert es nicht mehr. So, das legen wir wieder rein. Dann haben wir nämlich direkt noch mal etwas mehr Kohle hier. Wie schnell das wegbrennt. Ui, 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 ui. Ah ja. So kann man das doch genießen hier. Vor allem, das hat bald schon den nächsten Stack einfach gebrannt. Was ist denn da kaputt? Ich habe aber auch bald schon wirklich eine Reihe voller Holzkohle. Das gibt's doch gar nicht. Uiuiui. Ui, ui. Seht ihr, wie schnell die Bambusdinger verbrannt werden? Ich glaube, das ist nicht so effektiv, den ganzen Bambus hier zu verbrennen, oder? Ich glaube, das ist nicht so effektiv, wie ich denke. In keinster Weise. Da ist der hier schon besser, guckt mal. Das ist bald nur noch bei 46 schon und der hat einfach schon den ganzen Stack bald durchgebrannt. Das gibt's ja schon gar nicht, heieiei. Vor allem, da könnt ihr einfach gemütlich auf Reisen gehen und einfach chillen und warten, bis es ganz durchgebrannt hat. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch ein Video in Just Chatting und dann ist gut für heute, oder? Weil mehr würde ich jetzt hier im Ofen auch nicht mehr brennen wollen heute. So. Fertig gecraftet. Aber dadurch, dass du eh noch eins offen hast, können wir gerade eh noch weiter brennen lassen, ne? Und du hast bald auch Schicht im Schacht. Da legen wir nur noch nach, damit es wieder auf 64 oben ist. Eieieiei. Also wie das hier alles gebrannt wird. Eieiei. Ah, wie ihr seht, einwandfreie Schmelzsachen hier. Eieiei. Hier auch, hier wird auch wieder so richtig schön gebrannt, Mann. Das fatzt, ey. Eieiei. Ich habe wirklich bald einen Stack. Ich habe bald eine Reihe schon voll mit Holzkohle. Das geht's schon gar nicht. Oh. Hier haben wir auch schon die zweite Reihe angefangen mit Kürbisblöcken, also das wird... Das fatzt, Leute. So, da können wir den Rest noch reinhauen hier. Bam. Sehr gut. Oh Gott. Aber man merkt schon, wie schnell das alles gebrannt wird hier, ne? Ding. Wir lassen mal nur noch mit dem hier durchbrennen, okay? Den Rest machen wir dann. Wenn ich das nächste Mal spiele. Also morgen geht ja nicht, morgen Abend, weil morgen Abend bin... heute Abend geht ja nicht, weil heute Abend muss ich pennen gehen an der Stelle. Leider. Deswegen streame ich ja heute nicht an der Stelle. Aber ich bin trotzdem online. Also ich bin heute Abend trotzdem online oder heute Abend so um die Zeit. Bin ich schon online und so weiter, aber ich drehe halt quasi nur Videos oder sowas in der Art. Ich will nur gucken, wie weit das Holz hier noch kommt und dann würde ich sagen, gucken wir noch ein Video und dann reicht's. Jemanden rain kann ich an der Stelle eh nicht mehr. Oh, reicht das sogar noch? Boah, wenn das jetzt noch die Dings erreicht. Es hat genau 14 noch durchgebrannt. Aber es wird gleich ausgehen jetzt.
Oder reicht's nochmal für einen? Für einen wird's noch reichen, glaube ich. Ja, der Balken lädt noch. Jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Okay, wie viel hat er damit nochmal gesch... Achso, das ist Kohle. Ups. Holzkohle. So, der hier ist auch gleich fertig. Der hat auch gleich nicht mehr viel. Na, der hat seine gleich auch aufgebraucht. Ich glaube, der schafft nicht mehr einen Stack, oder? Ich glaube, der schafft nicht mehr einen zu laden, oder? Schafft das, schafft das, schafft das. Ah, ganz knapp hat er noch einen geschafft. Ganz knapp noch, aber... Aber gut, nehmen wir noch mit. So. Oh, noch zwei, drei Reihen, dann haben wir schon eine Reihe mit Holzkohle gefüllt. Oh mein Gott. Also der Fortschritt in den letzten Tagen, der war zu greifend nah. Alles klar. Dann passt es an der Stelle. Ach man, Leute. Ich muss sagen, es macht mir immer wieder Spaß, vor allem in solchen Freizeitprojekten rumzuwühlen. Hier auf den Chat einzugehen. Gestern war auch sehr witzig gewesen. Ja. Na gut, dann gucken wir noch ein Video und dann bin ich auf an der Stelle. Noch gesagt, Trimax muss sterben, richtig? Genau. Oh no, ey. Ich geh mal kurz zu Trimax auf den Discord. Mal kurz mit dem reden. Hallo? Alter, da bist du. Boah, Junge. Nice, dass du kommst. Ich hab dir bei WhatsApp geschrieben und sofort kommst du. Okay, Max. Ja. Akzeptiere ich. Let's go, du hast auch nicht mehr Geburtstag. Ich habe auch nicht mehr Geburtstag. Also, das ist das Ding, ich habe das gestern gesagt, allen in meinen Chat, dass, wenn du das nicht willst, ne, ernsthaft, und sagst, nee, das wird mich wirklich stören und nerven, dann machen wir das auch nicht. Das habe ich gestern gesagt und es ist auch fein für mich dann. Lassen wir das. Let's go. Eine Frage, die ich mich mir jetzt nur stelle, dann haben wir beide jetzt Frieden, Max, ne? Mhm. Diesen hier! Dann münze ich den Auftrag einfach von Fabo auf Romatra. Der wollte eh aufhören mit Craft Attack. Ja. Das passt, oder, Romatra? Der ist gemutet, das passt. Super. Martha muss jetzt sagen, ich hat auch angefangen, bei dir im Haus eine riesen Villager-Farm zu bauen. Was hat der? Ja, ich glaube, der wollte ganz viele Villager in deinem Haus züchten. Was? Ja, die sollen in deinem Haus leben, für den Handel. Wo denn? Für die weiß ich, irgendwie in deinem Haus. Nein. Villager-Farm mit 1000 Villagern. Nee, du verarschst mich. Ey Leute, dann müssen wir jetzt Fabo mal organisieren und dann haben wir doch einen Deal. Ich habe dir 250 Dias bezahlt, dann muss ey, halt wo jetzt... Wo hast du die eigentlich her? Ich hatte Geburtstag, Kevin. Okay. Trimax, dann haben wir jetzt tatsächlich Frieden. Das ist geil. Dann ziehen wir das zurück. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber... Ja, dann müssen wir Romatra halt töten, ne? Was ist, wenn wir Chef Strubel töten? Das würde ich ultra enjoyen. Einfach. Würdest du das supporten sogar? Warum wollt ihr mich jetzt töten, ne? Wegen ich hab grad Romatra, abgewehrt, Romatra. Ich hab grad deine Tötung abgewehrt. Romatra, du wolltest doch eh aufhören. Dann werde ich leider dein Haus abfackeln. Das sag, ich sage, du tötest mich und dann vernichte ich dein Haus. Vernichten? Mir gefällt das, dass Romatra immer so radikal ist. Sobald irgendjemand auf eine Kleinigkeit regen Romatra macht, sprengt er sich komplett in die Luft und reißt alles mit in sich in den Abgrund. Das Ding ist, ich habe jetzt halt Geld bezahlt, ne? Dann töten wir ihn anders. Mir egal, wenn du mich tötest, dann werde ich dein Haus zerstören. Ich werde dich nicht töten. Ich meine es vollkommen ernst. Ich werde dich nicht töten. Hier, ich darf generell immer alles mit einbezogen werden. Okay, was haltet ihr davon? Leute, es wäre nur wirklich sehr, sehr schön, wenn die Orga-Rolle da nicht mit reingezogen wird, weil das ist dann nicht wirklich trennbar immer, ne? Was ach so, jetzt ach so. Aber bei Max war es trennbar gestern, oder wie? Bei Max war es trennbar. Bei Max ist es trennbar. Max hat mehr Reichweite. Boah, Spark, ey. Schon wieder das gleiche wie gestern. Wahnsinn. Was? Dass ich wieder hinten gegrochen bin. Mhm. Tut mir leid, der ist von dir vorbereitet. Ich baue jetzt einen riesigen Trimax, wo alle Leute reingehen können. Ich baue jetzt feiern. Ich baue ein Lagerfeuer drin. Ich würde da drin wohnen tatsächlich. Ich baue jetzt okay, Trimax, ich baue dir jetzt einen riesigen ich baue dich jetzt selber, der sein eigenes aufzieht und da kann Romatra und Gitam und alle können da reinlaufen, okay? Ja, geil. Okay. Romatra, du bist... Du steckst ja wohl am tiefsten. Romatra, du... Was hab ich denn damit jetzt zu tun? Alter, hier hat jemand den gleichen Turm gebaut wie Trimax, nur viel geiler mit Sauron. Chillig. Max, soll ich den Fösch-Skin bauen? So spricht man das aus. Fösch, oder? Richtig. Fösch. Ja, den Fösch-Skin oder dein... Oder dich als Menschen einfach. Wenn du schaffst mich als Mensch, aber es wird doch ziemlich hart, oder? Was machen wir über den Fösch? Nee, ich habe jetzt für den Fösch gefarmt, aber ich kann auch dich als Mensch bauen. Ich würde den Fösch mehr fühlen. Echt jetzt? Ich fürchte... Ja. Ich glaube auch, dass der... Ja. Was ist denn hier mit deiner Stadt der Träume? Die ist am Bienen. Ich könnte doch... Ich kann doch jetzt nicht einfach ein riesiges doch hier hinbauen, oder? Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Einfach nur eine Öffnung. Du brauchst einfach... Der muss echt riesig werden, der Fisch, ne? Mhm. Dass das gar nicht so auffällt. Max, darf ich den an deinen Turm bauen? Dass der deinen Turm umarmt? Nee, das ist schon... Was? Weißt du, wie geil das wäre? Man kann schlecht. Dann durch den... In den Turm rein. Nee, das ist nicht so gut. Das mach mal lieber schön daneben irgendwo. Hier kommt der... Ja.
Was denn? Ja, musst du denn in deiner Nähe sein, Kevin? In meiner? Ja. Ich sehe ja nicht. Doch, du musst nur die Treppe runtergehen. Romatra kann direkt von seinem Haus aus reinspringen. Genau. Ja, aber der muss extrem zugänglich für mich sein. Muss ja, für Chef Strobel ist der auch sehr zugänglich. Zeig mal, wo baust du denn jetzt? Geh mal bei dir die schwarze Treppe runter, Romatra. Ja. Das ist ein Prank. Der ist direkt neben Charlie's Turm. Ich sehe ihn nicht. Ja, ich bin ja auch gerade hier erst am Abbauen. Ich muss dir noch ein bisschen Platz machen. Ach, hier? Ja, ja. Oh, das ist ein guter Platz für den. Ja. Oder? Da werde ich oft vorbeischauen. Das denke ich doch. Wir sollten den von innen mit Diamanten und brauner Wolle ausstatten. Das Gute ist auch, dass es direkt bei Spark in der Nähe ist und der muss dann immer weggucken, weil sonst wird jede Folge entmonetarisiert. Nee, das darf nicht so auffällig. Das ist einfach nur eine Person und da ist dann halt irgendwo. Ja, ja. Dass wir den Ozean heute abkriegen, ne? Wie bitte? Ich bin zuversichtlich, dass wir den Ozean heute trocken kriegen, ne? Oh, das klingt wieder richtig nach... richtig geil. Spark, es tut mir so leid. Das ist geil, einfach ein Lolli-Gag. Ich finde, Travis sollte einfach Merch mit seinem drauf verkaufen. Den würde ich sogar kaufen. So sehr würde ich ihm in den kriechen, dass ich sogar den Merch kaufen würde. Romatra, du bist wirklich so schmierig. Wirklich, du bist einfach glitschig. Aber angenehm glitschig, ne? Ja, Romatra ist einfach Vaseline. Wie viel Pixel hat ein Minecraft-Skin, Spark? Keine Ahnung. Schlecht. Du bist Spark auf Phoenix, das muss man wissen. Alles. Ich hab noch nie einen Skin selbst gepixelt, also. Oh, Junge. Man musste den übrigens reinfliegen, ne? Soll ich die Hose runterlassen von dem Skin? Was ist gekommen? Uschi? Max, wie möchtest du es haben? Möchtest du, dass die Hose hinten den offen hat oder dass die runtergelassen ist? Ja, so ein kleiner Riss in der Hose, da kann man dann reinfliegen. Hallo? Wer ist da gekommen? Wer ist gerade gekommen in den Discord? Boah, geile Legs, let's go. Alter, geiler Typ. Chef Strobel? Wir haben gerade von dir geredet. Ja. Max, wir haben ein Ranking aufgestellt. Der Lifetime gesehen mir am heftigsten den Arsch gekrochen ist in all der Zeit. Ich glaube, du hast gewonnen. Mhm. Nee, eigentlich Romatra. Und welchen Platz habe ich gemacht? Den ersten. Was? Müssen wir jetzt gratulieren? Wie entsetzt, Alter. Junge, man kann nicht viel zu leicht pranken als Scoop-Tischrobe. Keine, wir haben nicht so ein Ranking gemacht, du bist auch nicht Platz 1. Ich find's ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, oder? Was sagt ihr, Chat? Wie findet ihr's? Ich muss die Augen ein bisschen nach außen machen. Max, dann kriege ich Ding jetzt gleich fertig, ne? So schnell, das ist dann kacke geworden, schade. Was? Ich hätte es gut gefunden, wenn es nice gewesen wäre, aber dann machst halt Scheiße. Du weißt doch noch gar nicht, wie es aussieht. Du kannst nichts Heftiges in 30 Minuten bauen. Klar kann ich das, ich bin Revinzeit. Na, deswegen ja. Und ich bin Gamer. Junge, sieht das geil aus. Oh, Alter. Oh Gott, Junge. Hä, wer hat hier geschrien? Hier hat gerade ein Baby bei mir im Haus geschrien. Ich habe ein Kind bekommen. Was war das für ein Sound? Hä? Hä, wie unangenehm. Der Fuchs. Ach, der Fuchs. Kevin. Was sind das für Alter? Guck mal jetzt. Junge. Warte. Also ich weiß jetzt gar nicht. Also ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob... Also im Moment kann ich nicht definieren, ob die Leute, die da reinkriechen in den Arsch, schlimmer sind oder die Figur das Schlimmste von allen ist. Also ich sag ganz ehrlich, Max, ich will in deinen Arsch nicht reinkriechen. Da verzichte ich freiwillig drauf. Das ist ja ekelhaft. Was hast du gemacht, Revi? Revi, erzähl's. Geil. Darf ich das bei mir im Stream zeigen oder gibt es das Problem auf Twitch? Boah, Junge, das ist ja ekelhaft. Revi, kann man dir das angucken oder ist das schwierig? Nee, ist alles angucken gut. Angucken kannst du es dir, aber... Ich weiß halt nicht, ob du sagen wirst. Na, egal, guck's dir einfach an. Oh, Junge. Eine Mütze fehlt noch, oder? Kommst Cheater, du her, Max? Ich brauche echt noch deine Hilfe. Kannst du kommen? Ich bin fast fertig. Jetzt ist hier gerade die letzte Schicht. Max, Mann, du machst das viel zu kompliziert. Das ist voll anstrengend da unten, weil du die ganze Zeit von diesen Skeletten angeschossen bist. Wir haben gleich Tageslicht. Wir haben gleich das Wasser weg und dann ist sofort Tageslicht. Ja, dann sag mir Bescheid, wenn Tageslicht ist. Dann komm ich. Oh, der hat keinen Bock mehr auf dich, Max. Deine Schergen wenden sich gegen dich. Natürlich. Eine Propellerkappe. Leute, sollen wir ihm eine Propellerkappe machen? Da sehe ich ihn mit. Ich glaube, das hier ist mit Abstand mein geil. Geilstes Bauprojekt überhaupt, Max. Hey, Chat, das ist doch absolut geil, oder? Das ist doch mega nice geworden, Mann. Das sieht so krass aus. Holy ich könnte noch kreativ geil raiden. Das dauert hier noch einen kleinen Moment. Oh, ich kann die nicht alleine lassen, Mann. Ich muss denen helfen. Max, bitte ganz kurz gucken, bevor ich gleich weg bin. Oh, ich muss immer bei allen immer gucken. Okay, dann sag Chef Strobel, dass ich erst bei ihnen in 4 Tagen gucken kann. Okay, Chef Strobel, der guckt erst bei vier Tagen. Komm, Max, komm. Okay, ich flieg hinterher. Okay, das ist Charles, so assi. Sag mir jetzt, was du davon hältst, okay? Das ist nur ein also, Prototyp. Also, mein Turm ist erstmal ziemlich sick, oder? Hättest du nicht mit gerechnet, dass ich sowas krasses durchziehe, oder? Guck mal hier, reinfliegen? Ja? Dann fliegt ihr quasi in den rein. Das ist jetzt der Fischskin? Genau. Ja, wie findest du ihn, Max?
Ist doch sau. Jetzt können alle hier hinten reinfliegen. Alle können jetzt in deine reinkriechen in Craft Attack. Ich find's saugeil. Not bad, Alter. Das hast du ja relativ schnell gebaut, ne? Ne? Und es ist nicht schlecht geworden, oder? Ja, ist direkt vor meinem Turm, aber jeder. Na gut, da findet das dann auch jeder. Danke, dass du das gebaut hast. Ich muss jetzt schnell zurück zum Wasser. Gar kein Problem. Ah, chillig, Leute. Ja gut, an der Stelle würde ich noch Kreativgeist raiden. An der Stelle, Leute. War wieder ein sehr geiler Stream gewesen. Es waren aber mehr gewesen, als ich gedacht habe an der Stelle. Also, beziehungsweise, es war heute mehr los gewesen, als ich gedacht habe an der Stelle. Ja. War auch cool, dass wir nochmal jemanden Neues hier mit dabei gehabt haben. War auch nett, dass die wirklich alle sozusagen gesagt haben, ja, ist schon in Ordnung und so weiter, dass die hier mit dabei sind. Also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte es denen auch nicht übel genommen, wenn die so zu mir gesagt hätten, nein, bitte, wir wollen nicht auf Twitch sein oder so. Ich hätte es mit Humor genommen, ich hätte so gesagt, okay, ja, dann komme ich nicht auf den Discord, passt schon. Und so weiter, wir zocken ganz einfach so, dann kommt sie halt nur in die Lobby rein, dann können wir uns halt nicht unterhalten und so weiter, ist auch egal an der Stelle. Aber gut, Leute, heute Abend streame ich ja nicht, das wisst ihr aber schon alle, das wissen ja alle schon quasi. Dann wünsche ich euch noch allen eine wunderschöne gute Nacht an der Stelle, schlaft gut, treibt's nicht mehr zu wild. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder, also quasi morgen Abend an der Stelle, weil da streame ich erst wieder. Mittwoch streame ich auch nochmal, wegen Montag, also wegen morgen Abend Ausfall. Heute Abend Ausfall, Heiland, nein, ich kann nicht mehr reden. Ja. Und ja, Donnerstag lasse ich an der Stelle aus. Freitag wird dann wieder gestreamt und Samstag. Sonntag wird auch wieder ausgelassen, weil am Montag muss ich auch wieder dann los quasi. Und deswegen geht es an der Stelle nicht. Ne. Aber auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt. Was? Warum ist es? Achso, ich habe falsch geschrieben. Gott, Alter, warum schreibe ich denn das falsch jetzt? So. Dann wünsche ich euch an der Stelle viel Spaß bei Kreativgeist. Ich hoffe an der Stelle, dass wenn ich jetzt gleich hier mit dabei bin, dass ihr nicht mehr behauptet, dass ich Fake raide oder so an der Stelle. Das hoffe ich sehr. Ja, nee, dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen noch eine wunderschöne Nacht. Dann heute einen schönen Montag. Aber vergesst auch nicht, auf meinem Kanal Lil Polaris auf YouTube vorbeizuschauen. Da können sich für die Leute, die sie diesen Stream verpasst haben oder so gucken wollen, was denn für Videos online sind, gerne angucken. Auch nice Chance. Norex, bis dann. Guter Stream, danke an der Stelle. Kannst auch gerne einen Follower da lassen, wenn du wieder mit dabei sein willst an der Stelle. Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, dann mit dabei zu sein. Am Dienstagabend, ja genau. Kannst jetzt noch Chance, Follower reinzuhauen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen noch eine gute Nacht. Macht's gut. Und bis Dienstagabend an der Stelle. Bye.